Hat Kuya dich auch nicht angefasst, Quark? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Was soll das heißen, Quark? Nichts, dass ich ihm auch nur eine Frage gestellt hätte. Aber er hat einfach von sich aus geredet und geredet. Er war teilweise wirklich anstrengend. Es war teilweise wirklich anstrengend, ihm zuzuhören. Mir übrigens auch, habe ich das manchmal das Gefühl, wenn ich so diese Verlese habe. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel? Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten. Und dazu benötigte er wohl die Hildegard 1. Ich werde sie dann und die anderen über all dies unterrichten müssen, Quack. Zumindest galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er schien mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Huch, das kam jetzt etwas unerwarteter Tat, Quark. Was das betrifft, so bereue ich das wirklich, Quark. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten, Quark. Leben haben kurze Schenkel. Du bist doch sicherlich nur gekommen, um die Hildegard 1 zurückzuholen. Das stimmt nicht, Quark. Du stehst wie immer an erster Stelle, Quark. Ich möchte wieder ein Mensch sein. Ich habe von dem Gequake und dem Gezerbe genug, Quark. Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder untreu sein, Quack. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quack. Du bist die Einzige für mich, Quack. Nun gut, dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. Aber das nächste Mal wirst du von mir nicht als Juckzirpe davonkommen. Uff, ich weiß, Quark. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Igelkloppe? Alles nur das nicht, Quark. Jetzt mach bitte schnell. Schon gut, schon gut. Küss den Frosch. Puh, endlich wieder ein Mensch, Quark. Jetzt kann ich mich endlich an dem Bau der Hildegard 3 machen, Zirp. Punkt, 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 dreifache Ausführung. Punkt, 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 dreifache Ausführung. Ups. Wo die Macht der Gewohnheit. Sit. Verzeih mir, Hilda. Sieht an. Hm? Bist du's, Lilly? Verzeiht, sieht an. Und plötzlich wieder diese Formalitäten. Mit Verlaub, sieht an. Wacht bitte auf. Was denn? Nur ein Traum? Und? Was stehst du denn da? Was steht denn an? Großherzogin Hilda erwartet euch im Konferenzraum. Ach so, okay. Hätte gerne noch die Fortsetzung geträumt. Bitte was? Ach, nichts Wichtiges. Hätte noch die Fortsetzung geträumt. Ja.
verschlossenen Blumen, zweite Ebene. War der Konferenzraum jetzt unten oder oben? Ich meine unten. Sieht so richtig aus. Wer ist denn der Opa da? Angeblich Großherzog Zid. Was? Respektlos wie immer, Qua. Punkt, Punkt, Punkt. Dreifache Ausführung. Respektlos wie immer, wie mir scheint. Aber dein Froschdasein steckt immer noch in den Knochen. Was? Genug Quark! Braucht wohl noch eine Weile. Wie dem auch sei, gibt es weitaus Wichtigeres zu besprechen. Ich habe diese Versammlung herbeigerufen, um euch darüber zu informieren, was Kuya mir erzählte. Es könnte uns vielleicht Aufschluss geben, wo er sich versteckt hält. Die Prinzessin scheint wieder nicht anwesend zu sein. Dieses Mal werde ich sie suchen gehen. Ich werde mich unverzüglich an den Bau der Hildegard 3 machen. Dafür werden wir die blaue Narzisse ein wenig umbauen müssen. Den Rest wird euch Hilda mitteilen. Ich übergebe das Wort an Hilda. Was waren das also für Geschichten, die Kuya dir erzählt hat? Einige waren einfach unglaubwürdig, aber hört es euch selbst an. Kuya plant, mit Hilfe unserer Welt zu schier um... Meine Güte. Unbeschreiblicher Macht zu gelangen. Macht? Was will er denn damit? Das weiß ich auch nicht. Aber angeblich ist Kuya kein Mensch von dieser Welt. Wie bitte? Der Planet, auf dem wir leben, heißt Gaia. Und Kuya nannte seinen Heimatplaneten Terra. Terra, eine andere Welt. Übersetzt mal Gaia ins Deutsche und übersetzt Terra mal ins Deutsche. Kommt er dabei raus? Active Time Event. Generalmobilmachung, so. Die Tantalus-Bante. Und wie gehen die Reparaturen bei euch voran? Das dort nur ist ja alles voll kaputt, Zivix. Senna hat recht. Es geht nur schleppend voran und so. Wirklich schleppend? Yep. Ich habe keine Lust, immer da oben zu arbeiten. Außerdem habe ich Höhenangst. Puh, sieht aus, als hätten wir noch einiges vor uns, was? Hier ist sie also auch nicht. Nanu, das ist doch... Hier ist sie also auch nicht. Aber wo ist die Prinzessin denn dann? Hey, was willst du hier? Hä? Das könnte ich dich auch fragen. Das geht dich nicht an. Und überhaupt, was haltet ihr hier wieder für illegale Versammlung ab? Alter, was in deinem Kopf vorgeht, würde ich gern mal wissen. Achso, das sagte Blank. Egal. Wir beraten, wie wir das Theater am besten wieder aufbauen sollen, Zivix. Yep, so ist es. Was sollen deine beleidigenden Andeutungen und so? Yep, was soll das? Tja, da hast du's. Aber sag mal... Du siehst mächtig besorgt aus. Was ist los? Ist was passiert? Was das auch immer ist, uns kannst du es sagen. Kann ich das?
Logisch. Also, die Prinzessin ist verschollen. Da ich sie nirgends im Schloss finden konnte, dachte ich, sie wäre vielleicht irgendwo in der Stadt, aber... Da du dich in den Straßen von den Blumen nicht auskennst, helfen wir dir mal besser beim Suchen, sonst wird das nie was. Aber... Herr Traume, wir kennen den Blumen besser als du deinen verrosteten Helm. Die Prinzessin haben wir ratzfatz gefunden. Also Leute, alles klar? Es geht, die Prinzessin zu finden. Danke. Man hilft doch gerne. Die Tür zu Terra befindet sich angeblich auf der Insel des Lichts. Wir wissen zwar nicht, wohin er sich verkrochen hat, aber vielleicht erfahren wir dort etwas. Allerdings kann man von dieser Insel des Lichts nicht ohne weiteres die Tür nach Terra öffnen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Außerdem wäre diese andere Welt dann schon längst jedem bekannt. Und das heißt... Und was heißt das für uns? Es geht noch weiter. Diese Insel, die beiden Welten miteinander verknüpft, ist versiegelt. Und den Schlüssel, um die Versiegelung aufzuheben, gibt es nur an einem bestimmten Ort. Und der ist wo? In einem alten Schloss im Norden des vergessenen Kontinents. Auch der Abenteurer Ibsen berichtet von diesem alten Schloss. Jedoch suchte er in den hohlen Gebirgen vergeblich nach ihm. Allerdings ist der gesamte vergessene Kontinent noch weitestgehend unerforscht. Da Namen dieser sagenumwobene Schloss keinen Namen hat, wird es von den meisten als alte Hochburg Ibsen bezeichnet. Die alte Hochburg Ibsen also. Die meisten Kontinente außer unseren sind tatsächlich noch zum größten Teil unerschlossen. An die Arbeit ist gut. Ah, die Luftschiffmusik. Kommt ihr voran? Oh, Großherzog. Schön, euch wieder in menschlicher Erscheinung anzutreffen. Jetzt kann ich endlich wieder die Leitung des Schiffsbaus übernehmen. Wir haben aus den Fehlern der Hildegard 2 gelernt und sind mit dem Antrieb so gut wie fertig. Jetzt geht es nur noch, den Schiffsrumpf fertigzustellen. Aber der ist gar nicht so ohne. Verstehe. Ich hatte geplant, den Rumpf der blauen Narzisse dafür zu verwenden. Aus welchem Grund? An Bord habe ich bemerkt, wie schön aerodynamisch ihre Form eigentlich ist. Aber vor allem haben wir keine Zeit für den Bau eines neuen Rumpfes. Ich habe schon alles in meinen Kopf entworfen. Ihr müsst euch nur nach meinen Anweisungen richten. Lasst uns beginnen. Jawohl!